Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin, zunächst mal muss ich hier feststellen, dass es hier um mehr geht als um das Abklopfen der Fraktionen untereinander. Denn wenn die Pressefreiheit das Brot der Demokratie ist, wie es der Journalist Heribert Prantl einmal formuliert hat, dann sieht die Welt ganz schön mager aus. Und das ist kein gutes Zeichen für den Zustand unserer Gesellschaften. Ungefährdet ist Demokratie nie, und das gilt auch für die Türkei. Und ja, wir beobachten mit Sorge die Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit. Und diese Beobachtung, diese Sorge, die ist ganz konkret. Wir haben zahlreiche Beispiele und Berichte, auch von persönlichen Begegnungen, hier im Laufe der Debatte gehört. Über Beschlagnahmungen von Zeitungstiteln oder Verlagen, von Sperrungen von Internetseiten, Verhaftungen von Wissenschaftlern, Interventionen, Einreiseverbote. Und mittlerweile trifft es auch deutsche Journalisten. Und das alles macht die aktuelle und intensive Zusammenarbeit in der Flüchtlingsproblematik sicher nicht einfacher. Im Gegenteil, die Reaktionen des türkischen Staatspräsidenten erschweren sie. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, das sind keine deutschen Werte, keine türkischen Werte. Es sind gewachsene, internationale, universelle Werte. Und wir müssen sie immer wieder neu einfordern, schützen und pflegen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das auch unsere Orientierung in der internationalen Politik sein muss, die wir nicht verlieren dürfen. Das Auswärtige Amt hat seine Erwartungen gegenüber der Türkei klar formuliert. Und Frank-Walter Steinmeier hat sich auch mit der Opposition getroffen. Das hätten wir übrigens auch der Bundeskanzlerin empfohlen. Meine Kollegin Dorothee Schlegel hat vorhin schon unsere politischen Positionen dargestellt. Und ich will noch hinzufügen, die EU könnte ein Monitoring mit dem UNHCR für die Einhaltung von Menschenrechten bei der Flüchtlingszusammenarbeit einsetzen. Das wäre mal eine Initiative, die zeigt, dass unsere Werte nicht nur auf dem Papier, sondern eben auch im Alltag, auch dann, wenn es schwierig wird, bestehen. Und auch die Öffnung der Kapitel über Menschenrechte und Justiz, das wäre ein Hebel, mit dem sich die Belastbarkeit unserer Beziehungen prüfen ließe. Lassen Sie mich erwähnen, was in der Türkei und auch bei vielen Deutsch-Türken von der Diskussion ankommt. Denn das ist auch ein Teil der Wahrheit. Es sind oft nur wenige zugespitzte Worte. Und das sollten wir wissen, wenn wir uns wundern, warum ein Teil der Türkinnen und Türken gekränkt auf Kritik reagiert. Viele sind verletzt, auch ob teilweise kritischer Bemerkungen und ausfälligen Bemerkungen, die vielfach nicht als Kritik am Staatspräsidenten und seiner Führung verstanden werden, sondern an allen Türken. Und wenn wir genau hinsehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, an vielen Stellen im Internet ist sie eben auch keine Satire, ist sie keine Kunst, sondern Hetze, auch von rechts. Und dafür, in der Tat, gibt es Gerichte, weil Demokratie Verantwortung braucht, weil Freiheit Grenzen hat, weil der Staat seine Bürger schützen muss. Gerichte sind aber nicht dazu da, um sie politischer Einmischung zu unterziehen oder gar zu instrumentalisieren. In der Demokratie gilt der Satz von Voltaire: Ich verachte Ihre Meinung, aber ich gäbe mein Leben dafür, dass Sie sie sagen dürfen. Und besonders für die Freunde der Türkei ist die aktuelle Entwicklung niederschmetternd. Denn die deutsch-türkischen Beziehungen sind für viele von uns weniger als ein bloßes Politikfeld, als vielmehr eine Herzensangelegenheit. Und das zeigt sich, denke ich, auch heute in dieser intensiven Debatte. Aber wir fangen nicht bei Null an. Augenhöhe, Respekt und eine gemeinsame Geschichte helfen, auch schwierigste Themen unter Parlamentariern anzusprechen. Das ist möglich und das ist Realität. Und das erwarte ich mir auch von der Bundesregierung, von der Spitze der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es war ein weiterer Autor der SZ, Gustav Seib, den ich jetzt noch einmal erwähnen möchte, der dieser Tage die vergessene Liebe zwischen Deutschen und Türken beschrieben hat.
die außenpolitische Geschichte von Metternich, Bismarck und Moltke, die Geschichte der Gastarbeitern bis zu den Fehlern der EU in der jüngeren Vergangenheit und dem gewachsenen türkischen Mittelstand in diesem Land, aber vor allem auch die Türkei, die 1933 zum Exil für Künstler und für Wissenschaftler wurde. Und Sie sind es, die uns heute mahnen und warnen, die unsere Gesellschaft zu dem machen, was wir sind. Und wir sollten Ihre Stimmen hören. Mehr noch, wir müssen Ihnen als Politiker die Räume der Artikulation offen halten mit einer Außenpolitik der Zivilgesellschaften. Denn es gibt keinen Automatismus in der Geschichte. Wir bestimmen sie selbst. Und dazu zum Schluss, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Gustav Seibt im Zitat. Es gibt also jenseits von NSU, Sarrazin-Debatte, Böhmermann und Erdogan eine deutsch-türkische Geschichte von säkularem Ausmaß, eine zivilgesellschaftlich-kulturelle Realität, deren Vielschichtigkeit und schiere Interessantheit oft nicht gegenwärtig sind. Diese Lieblosigkeit ist kaum zu begreifen, denn sie schwächt die Gesellschaft insgesamt. Auch Staatspräsident Erdogan wird einmal an dieser Geschichte gemessen werden. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Hans-Peter Uhl für die CDU-CSU.